Herzlich willkommen zurück im Zelt. Ich hoffe, Sie konnten den Rundgang geniessen. Und ich bin sicher, dass Sie jetzt auch langsam genug Platz im Bauch haben, dass wir mit dem Znacht anfangen können. Ich habe den Auftrag gefasst, dass ich einerseits darf als Moderator heute auch noch den Abend führen und andererseits noch ein bisschen Musik machen sollte. Und habe dann studiert, ja, was mache ich da am besten, damit Sie zum Essen kommen und gleichzeitig ein bisschen Musik haben. Und nach langem Studieren und intensiven Besprechungen mit diesen zwei Sennen, die Sie ja vorher gesehen haben und vielleicht sogar ein Foto gemacht haben mit ihnen, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich ihnen ein musikalisches, kulinarisches Stück auf dem Hackbrett serviere. Und zwar habe ich ein Stückchen dabei, das am besten und würzigsten Käse von der Schweiz oder vielleicht sogar von der Welt gewidmet ist. Und der Titel von dem Stück ist «Ein würziges Bröckli». Ja. Werdenberger Bladerkäse. Liebe Damen und Herren, ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, als ich hier das Stückchen gespielt habe. Ein würziges Bröckli, Werdenberger Bladerkäse. Passt irgendwie nicht ganz optimal zu dem Instrument. Und darum habe ich jetzt gleich noch ein bisschen richtig würzigen Käse mitgebracht. Und ich bringe jetzt stellvertretend den Messeleiter. Also wenn es dann bei der Vorspeise zu wenig Salat gibt, kannst du noch ein bisschen Käse dazu nehmen. Einen guten Paul. Bevor den Fahrspeis serviert wird, jetzt noch ein Stückchen, das einen Namen hat, wo ich nicht sicher bin, ob man den hier im Werdenberg unten versteht. Wenn ihr einmal irgendwo zu Zürich oder zu Basel unten sagt, dann wissen den Tappenzeller. Und manchmal gibt es auch noch Rintaler, die Bescheid wissen. Und darum bin ich gespannt, wie es heute rauskommt. Das Stückchen, das heisst nämlich Wedergehnte. Ja, das weiss ich schon. Muskelkater. Genau, ich hoffe, Sie können es heute völlig geniessen und haben noch nicht gerade wieder geenten. Und wünsche Ihnen jetzt schon einen guten, nachher dann bei der Vorspeise.
Dankeschön. Ein guter Miteinander und bis später.